Unsere Ausstellung Enthüllt Berlin und seine Denkmäler zeigt Denkmäler, die einst den Berliner Stadtraum geprägt haben und dann nach politischen Umbrüchen abgebaut worden sind. Und die Ausstellung beginnt im 18. Jahrhundert mit den ersten Denkmälern für die Herrscher der Zeit, preußische Herrscher, und endet mit der Wiedervereinigung. Sie haben auch immer noch Einschussspuren und zerschlagene Gesichter und so weiter. Und das ist das Entscheidende, dass man eben ohne viele Worte sieht, dass die deutsche Geschichte eben besonders eine schwierige Geschichte ist. Ein besonderes Stück unserer Ausstellung ist natürlich der Kopf des ehemaligen Lenin-Denkmals. Die 19 Meter hohe Skulptur hat Ost-Berlin geprägt, ist auch durch den Film Goodbye Lenin natürlich allseits bekannt, wenn es auch da ganz anders dargestellt wurde. Und obwohl wir immer sehr gerne für Authentizität sind, haben wir in unsere hohen Räume doch eine 19 Meter hohe Skulptur nicht bringen können, und deshalb haben wir uns für den Kopf entschieden.